Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Reihe Ober erklärt Wetter und Klima. Welcome to the next issue of the series Weather and Climate Explained. Today we try to talk about the Coriolis force, and this is not so easy. But I hope you will understand a little bit after this video. And if you want to go directly to the English version, please press the link in the video description. Thank you. Ja. Willkommen zurück. Ihr habt es ja schon gehört. Corioliskraft ist angesagt. Was ist denn das schon wieder zum Kuckuck? Ihr wisst ja, dass die Erde eine Kugel ist. Manche glauben, sie ist eine Scheibe, aber sie ist eine Kugel. Wir können es anhand der Wettererscheinungen auch beweisen. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes kleines Video zu. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Wir werden uns aber trotzdem die Corioliskraft mal an einer Scheibe angucken. Und dazu habe ich euch hier mal diese kleine Abbildung, eine GIF-Animation mitgebracht aus Wikipedia. Wir haben hier oben, wir haben eine drehende Scheibe zunächst mal. Das sieht man anhand dieses roten Punktes. Die Scheibe dreht sich von hier ein Viertelmal herum bis hier. In der Zeit lassen wir eine schwarze Kugel vom Zentrum, wo sich ja nichts bewegt, nach Süden wandern, in Richtung auf den roten Punkt zu. Der rote Punkt hat sich aber inzwischen schon weiter bewegt. Nun, die schwarze Kugel beschreibt natürlich hier eine Gerade. Wenn wir uns über dem Nordpol befinden, ja, dann bewegt sich die schwarze Kugel gerade nach Süden. Wenn wir uns aber jetzt mal hier den roten Punkt über dem roten Punkt schweben sozusagen, dann sehen wir, dass die schwarze Kugel mitnichten in Richtung roter Punkt läuft, sondern nach Westen abgelenkt wird. Warum wird sie das? Die schwarze Kugel, die hier oben am Nordpol losläuft, hat, ja, sie läuft da halt los mit Geschwindigkeit 0, während alles andere, was hier sich bewegt, mit einer gewissen Geschwindigkeit schon nach Osten vorankommt. Das heißt, die schwarze Kugel bleibt also, wenn sie auf den Rand der Scheibe zuläuft, hinter der roten, in dem roten Punkt zurück. Und deswegen ist das, wenn man sich fix auf einem Punkt der Erde befindet oder auf einem Punkt der Scheibe, eine spiralförmige Bewegung nach Westen. No? Nun, jetzt sagt mal, die Erde ist ja keine Scheibe, aber es funktioniert natürlich ganz genauso. Wenn wir hier den Äquator haben und hier den Pol, dann läuft das ganz genauso. Es läuft dann halt auf einer Halbkugel und es läuft mit Luftmassen. Ja, wenn wir also eine Luftmasse vom Pol nach Süden losschicken, dann bleibt die Luftmasse hinter der Erde zurück, die sich hier nach Osten dreht. Eine Luft, die andersherum nach Norden sich bewegt, würde schneller sein als die Erde darunter, weil sie ja die Startgeschwindigkeit am Äquator mitnimmt nach Norden. Das heißt, sie läuft dann praktisch der Erdoberfläche voraus. Sie wird nach rechts abgelenkt. Auch diese Luft, die von Norden kommt, oder diese Kugel wird in ihrer Bewegungsrichtung nach rechts abgelenkt. Und diese Rechtsablenkung, das nennt man Corioliskraft. Diese Kraft, es ist keine richtige Kraft, aber wie man sieht, sie hat einen Einfluss auf die Bewegung von Kugeln und natürlich auch von Luftmassen. Hier haben wir das gleiche Prinzip. Das Bild gab es leider nicht größer bei Wikipedia. Wir haben eine Luftmasse, die von Süden, vom Äquator nach Norden strömt und sozusagen rechts abgelenkt wird. Hier in der Mitte ist ein Tiefdruckgebiet. Die Luft, die von Norden nach Süden fließt, wird auch nach rechts abgelenkt. Das haben wir erklären können.
Wir können auch erklären, warum die Luft, die von Süden nach Norden fließt, nach rechts abgelenkt wird. Auch die Luft, die von Osten und Westen kommt, wird nach rechts abgelenkt. Das ist allerdings nicht so leicht zu erklären. Aber sie bildet hier also dann den Kreis und wir haben also praktisch ein Gleichgewicht der Kräfte, einmal der blauen Druckgradientkraft, denn der Druck ist ja im Tiefdruckgebiet hier kleiner oder niedriger als außen herum. Deswegen möchte die Luft da rein, ja, aber die ablenkende Kraft der Korinthiskraft hält dagegen, sodass wir also hier so ein gewisses Gleichgewicht haben zwischen der Druckgradientkraft und der Corioliskraft und natürlich auch der Zentrifugalkraft, die auch dazu beiträgt, dass die Luft sozusagen immer im Kreis geführt wird. Warum fließt denn nachher die Luft dann doch schließlich ins Tiefdruckgebiet? Das liegt an der Reibung, wodurch die Luft etwas langsamer wird. Reibung an der Erdoberfläche. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal die Auswirkungen an. Dazu mache ich das wieder mal ein bisschen größer. Die Auswirkungen, die sowas hat auf unser Wettersystem, das sieht man hier sehr schön in einer wunderbaren Abbildung, auch aus Wikipedia. Wir sehen hier einen, hier oben ist Island, und wir sehen hier ein Islandtief. Und die Luft wird sozusagen spiralförmig in das Tiefdruckgebiet hineingezogen. Ja, nicht direkt von Süd nach Nord oder von Ost nach West oder von Nord nach Süd in den Tiefkern, sondern aufgrund der Corioliskraft, die Rechtsablenkung, die hier ist, verläuft das Ganze in einer Spiralform. Würde es keine Reibung geben an der Erdoberfläche, würde das ein richtiger schöner Kreis sein. Aber es ist so, es ist eine Spirale. Übrigens ist die Drehrichtung auf der Südhalbkugel genau andersrum. Da lenkt die Corioliskraft nicht nach rechts ab, sondern nach links, weil wir ja den Äquator sozusagen im Norden haben und den Pol im Süden. Das heißt, die Tiefdruckgebiete auf der Südhalbkugel sehen genau andersrum aus. Spiegelverkehrt, wenn man so will. Und allein das ist auch ein Beweis dafür, dass sich die Tiefdruckgebiete im Norden und im Süden des Äquators unterschiedlich bewegen, dass die Erde eine Kugel sein muss. Sonst würde das nämlich nicht funktionieren. Ich sage, da mache ich nochmal irgendwann ein Video zu. Es gibt ja diese Behauptungen, dass die Erde in Wirklichkeit eine Scheibe ist. Und damit kann man dann nicht erklären, warum sich die Tiefdruckgebiete so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja, das war es zum Tiefdruckgebiet, zum Wirbel, zur Corioliskraft. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. And now here, welcome to the English version of the video. And today we will talk about the Coriolis force. So what is that? That's a very easy thing. If you understand it, it's easy. But at first it is very complicated. I will show you this at this rotating disk here in this figure. This is a GIF animation. We have a rotating disk here in the upper part of the figure. We are fixed on the North Pole and see what happens with the red dot here on the side. We see it rotating 90 degrees. It starts in the south and goes to the east. And here in the lower part, we are fixed on the red dot. And we see what happens with this dark, with this black marble. This black ball is pushed to the south, directly to the red dot. But the red dot has moved away. And the black marble goes directly to the south. Or if we are connected to the red dot, we see that the blue marble is making a spiralic movement. And this is what we see in the nature, because we are fixed on one point of the earth and we see the air masses, or a red or a black ball in this case, but it's of course also air masses. We see the air masses
flowing down from the North Pole to the equator, and they are pushed to the right. And this push to the right, this is the Coriolis force. Coriolis force pushes the air masses to the right in the northern hemisphere. The same happens, of course, when we move from south to north. From south to north, we try to get from the red ball to the north, and I can show this here, and we will not reach the pole directly because the air mass is also driven, pushed to the right direction. On the southern hemisphere, it is exactly vice versa, because there we have the equator not in the south but in the north, and there is a left. The Coriolis force pushes the air masses to the left there. So here is the figure, and I will try to make it a little bit bigger for you. Just a moment, please. So there we are. Here is North America, South America, and we see here the equator, and we see an air mass that is moved from the equator to the north. What happens? The Coriolis force, this is the red dot arrow here, is pushing the air mass to the right. What happens with an air mass that is flowing from the pole to the south? The same. This is the pressure gradient force, the blue, because we have a low pressure system here and high around it, and the air wants to go into the low directly, but the Coriolis force moves it to the right, and so we have a circle here. The air mass is circling around the low and does not get in. Finally, it does get in. That is because of the friction of the air mass with the ground, and then the air mass is slowed down and moving inside. But if we had no friction, we would have circles and circles. That is maybe what you see in the Jupiter. The storms there last for hundreds of years because of very little friction there. So we can explain why the air mass moving from south to north is pushed to the right by the Coriolis force, and north to south, the air mass from east and west are pushed to the right too. This is not easy to explain, and so I will not do here, but it is the same as this and that. And now I will show you another picture, a last picture of this video. This is a picture, a satellite picture, also taken from Wikipedia. We see here Iceland in the north, the island in the Atlantic Ocean called Iceland, yes. And we see a low pressure system, and we see very nice spiralic inflow of the air mass into the center of this low. This rotation is caused by the Coriolis force. If we had no rotating Earth, the air mass could flow directly into the center, but because the Earth is rotating, the air is moved to the right, and the friction then causes it finally, eventually, that it is in the center of low. Then it's uplifting. Uplifting also occurs here in bend structures, and uplifting causes clouds and rain. So this is all, these beautiful pictures here are caused by the Coriolis force, by the rotating Earth. I think I will make a video special for the rotating Earth, that the Earth is a ball and not a disc. In the southern hemisphere, it is of course vice versa. There, the lows are rotating not counterclockwise like here, but clockwise. And this only can happen
if the Earth is a ball. Yes, this would not happen if the Earth is a disk. So, we will see us in one of the next videos. I thank you very much for your for watching this video, and we see us later next week or tomorrow or whenever. Bye bye.